zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video.
gaan wir heute mit zwei Autos fahren auf Bern, an die BA. Habe ich hier eigentlich im einen Auto meine Stiefel. Wir haben hier den Sack, wo Panzer und all die Sachen drin sind. Meine Helmtasche mit den Händchen. Dann fahren wir auch noch mit dem grossen Auto. Hier haben wir Wasser, Wasserkessel. Dann hier ist das Kistchen mit Säumchen, Vorgeschirr, Gurt etc. Hier sind die Gamaschen für beide Ross. Hier ist die Putztasche und dort sind noch die Zettel. Ihr habt jetzt so ein paar Eindrücke gesehen, wie wir zuerst am Morgen haben wir die Ross die Füße gewaschen, damit sie schön weiße Beine haben. Am Anfang hat der Lemmy nicht
hingern wollen, weil dann bin ich dann hier auch noch so jetzt mal durchgaloppiert, wo es dann wiederum schon sehr viel besser gegangen ist. Und ja, ich war sehr beeindruckt gewesen, natürlich von den Leuten und er auch klein. Und ich habe natürlich gehofft, dass es nachher, sobald wir springen, anders wird. Und ich habe ihn dann hier so ein bisschen schauen. Und dann musste ich sagen, dass ich wieder anfange. Also ich war der erste Reiter, damit der Gomar noch etwas länger schauen kann, weil er doch halt ein bisschen das schaugigere Ross ist. Und dann hat er auch geläutet. Dann habe ich ihn kurz zurückgerichtet. Es ist zwar nicht so gut gegangen, weil er sehr aufmüffig war, aber ich habe es gleich gemacht, damit er versteht, dass es anfängt. Dann haben wir alles aussen durch angefangen, damit er sicher überall noch mal durch ist. Dann ist es aufs Eis gegangen. Er ist wunderschön gesprungen, hat überhaupt nichts angeschaut. Dann hier aussen durch, geradeaus weiter aufs 2, wieder gar nichts geschaut. Dann eine grosse Wendung auf den Doppel. Mit einem Galoppsprung ist er schön rausgesprungen. Dann ist es weiter, wieder aussen durch, aufs 4 gegangen. Da ist er auch schön im Fluss drüber, dann hier den Eckensprung auch schön genommen. Dann ist er durch die ganze Halle hinterher aufs 6 gegangen, dann ist er kurz gestockelt nach dem Sprung. Aber ich konnte mich gerade wieder auffassen, gegen links wenden und dann weiter aufs 7. Ebenfalls ein schöner Sprung, dann ist er wieder durch die ganze Halle weiter aufs 8. Nochmal gegen rechts. Auf der Diagonale, auf den Steil, der schon zu 2 war, ist noch das 9. Und dann ist noch auf den letzten. Ich sehe, mein Vater ist sich schon am Vorbereiten, damit wir eine schnelle Ablösung haben. Ich konnte meinen Bargo mit 0 Fehlern beenden und er hat direkt angefangen. Ist auch schön über das 1 gekommen. Auf das 2 hat der Gomar schon so etwas nach vorne geschaut. Und dann durch die Ecke durch, hat er dann doch sehr stark rausgeschaut. Und dann im Doppel ist er leider wieder nicht ganz raus wollen und hat dann eine Stange gehabt. Weiter über das 4 ist er dann schön gegangen. Auch vorne über das 5 ein bisschen dicht, aber ist schön gesprungen und hat dann, wie man sieht, auch nicht mehr so fest geschaut. Dann 6 ist er schön gegangen. Es war auch eine schöne Wende gewesen. Dann vorne auf 7. Wieder ein bisschen dicht, aber der Gomar läuft meistens eher ein bisschen dicht drunter. Dann auf das 8. ist er auch schön drüber. Dann ist es wieder vorgegangen auf das 9. Hat er schön genommen. Und dann noch der letzte. Ist er auch noch einmal schön drüber. Und wir konnten den Parkour mit 4 Punkten abschließen. Und haben uns dann so auf dem 4. Rang klassieren können. Ohne diesen Fehler wären wir dritt geworden, aber auch 4. von 7 Equipen finde ich ein sehr gutes Resultat. Und ich bin sehr zufrieden, vor allem wie der Lemmy gegangen ist. Ich hätte nie gedacht, dass er dort so, ohne zu schauen, durch den Parkour durchgeht. Wieder an die Höhe über See und aus dem Seeland mit 4 Punkten und 4 bis 7,26. Kommt Neukon und Lemming, Tamara und Gerhard Bauer.
zum Schluss von dem Video zeige ich euch noch ein paar Bilder, die Lynn gemacht hat, die ich wunderschön finde. Und ich werde noch so ein bisschen erzählen, wie es noch so ein bisschen gegangen ist. Also auf dem Abelplatz. Also Abelplatz, es war immer ein Zelt, um 12:30 Uhr, für die, die bei uns waren. Und es war zwar ein kleines Zelt, aus dort, wo wir gesprungen sind, aber auch dort hatte es eine kleine Tribüne gehabt. Und es war schon recht komisch, dass es einfach beim Abreiten Zuschauer hatte. Und dann mit der Zeit war auch ein Kommentator dort, der den Leuten erklärt hat, was wir halt dort machen. Und das war schon ein recht spezielles Gefühl. Und wie ihr gerade gesehen habt, auch beim Bargo schauen, hat es schon sehr, sehr viele Leute gehabt. Und der Speaker hat währenddessen erklärt, was wir machen, also wieso wir durch den Bargo laufen. Und mir ist sich schon recht beobachtet vorgekommen irgendwie, weil es waren schon mehrere, also über 100 Leute dort gewesen, die einfach zugeschaut haben, wie wir Park schauen und dann auch wie wir springen. Und ich bin immer noch richtig stolz, dass der Lemmy das so gut gemacht hat. Und dann mit noch dort ins Ziel zu kommen. Und es ist halt schon ein ganz anderer Applaus von so vielen Leuten, wie nur von so, ja, keine Ahnung. Am normalen Konkurs klatscht halt vielleicht so 10 Leute und dort hier hat wirklich die ganze Halle geklatscht und gejubelt. Und das war schon ein ziemlich cooles Erlebnis gewesen. Ich hoffe, dass ich auch nächstes Jahr irgendwie wieder arbeite, dort zu starten. Weil es ist wirklich ein schönes Erlebnis, mal auf der anderen Seite halt zu sein und nicht immer nur als Zuschauer. Ich hoffe, dass eher längere Video hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Like da und wenn ihr meine Videos gut findet, abonniert doch meinen Kanal. Und in diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.